Jessica und kleiner Onkel Show. Das waren fantastische Schweißtechniken. Und dafür danken wir unserem Freund Bradley. Nun ist es an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ha, kleiner Onkel? Oh, aber Miss Honey Kim, ein Lied zum Schluss noch, ja? Okay, kleiner Onkel, ein Lied noch. Auch heute lernten wir allerlei, doch nun ist unsere Zeit vorbei. Bis bald, bis bald, Miss Honey Kim und kleiner Onkel. Ich hab dich lieb, kleiner Onkel. Und zwar für immer. Vergiss das nicht. Okay, Jessica, Schluss mit kleiner Onkel. Zeit fürs Leid, das Frettchen. Ich hab da was Besseres für dich. Willkommen bei der Miss Jessica und kleiner Onkel Show. Danke an alle unsere treuen Fans, dass ihr hier seid. Du hast mich angefleht zuzuschauen. Heute lernen wir etwas über Taekwondo. So, welcher von unseren Freunden hilft uns denn heute dabei? Kannst du überhaupt Taekwondo? Ich zeig's dir! Heya, 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 heya! Jessica, warte! Jessica, warte! Okay, kleiner Onkel. Du warst zum Ende hin etwas rüpelhaft. Jetzt lesen wir jedenfalls Briefe von unseren Freunden. Miss Jessicas Briefecke. Liebe Miss Jessica, ich liebe dich so sehr. Hiermit teile ich mit, dass dir eine Kreditkarte vorab genehmigt wurde. Gib her! Das gehört Mom und Dad! Bastelecke! Habt ihr gewusst, dass man ein Musikinstrument aus Haushaltsgegenständen machen kann? Das geht! Dies hier besteht aus einem Baseballschläger, einem Schwamm und einem Haargummi. Diddli-diddli-diddli. Oh, wowie. Echt der Wahnsinn. Du bist wahnsinnig. Du machst die Geräusche doch nur mit deinem Mund. Ich fasse es nicht, dass ich dafür aufs Leid das Frettchen verzichtet habe. Schnapp ihn, kleiner Onkel. Danke fürs Zuschauen. Wiedersehen. Jessica in Operation Jessica. Dreht es noch schneller. Werde es mit meinem Schwert stoppen. Achtung, ich mach dich fertig, Karussell. Ja. Huh. Nein, es ist in der Babyrutsche. Kelsey, ich bin zu groß und du zu muskulös für die Rutsche. Das schafft nur jemand, der kleiner ist. Wie wär's mit dem schmalen Williams, a.k.a. Craggy Boy? Okay, wir brauchen jemand anders. Hallo? Jessica, hier ist Craig. Wir brauchen deine besonderen Fähigkeiten für eine Schwertmission. Ich tu's, Craggy Boy. Was kommt mit? Dad und Mom, Kaugummi, etwas Kleingeld, Pfefferspray und mein Spezialgöffel. La la la, Schnürsenkel, Schuhe haben eine Zunge, aber kein Henkel. Sie wollen, dass du sie zubindest. Was ist, wenn mein Schwert friert? Nicht heulen, kleines, großes Mädchen. Noch nicht. Ich heule nicht. Oder redet sie von Mortimer? Danke fürs Helfen, Jessica. Es ist da drin. Wenn ich in 5 Minuten nicht zurück bin, warte noch etwas länger. Hui! Da ist das Schwert! Lil Chris! Lil Chris hat Biss! Genau, du hast Biss! Kaugummi! Okay, Jessica, lass dich jetzt nicht beißen. Hey! Oh, das geht gleich hoch! Bahn frei! Yeah, Jessica! Das war irre! Hier, kleines, großes Mädchen, kein Grund zum Weinen. Power Punchers! Power Punchers! Power Punchers ist das beste Spiel der Welt! Mit meinem Jungen zu spielen ist das Beste der Welt! Danke, Dad! Und jetzt mache ich dich fertig! Au, guter Schlag! Na, warte! Oh, mein Controller spinnt irgendwie. Wann darf Jessica endlich alle fertig machen? Mami! Ah, ich mein Bernard! Ich bin bereit für Power Punchers. Wir treffen uns im Wohnzimmer um genau 8 Uhr früh. Gut, es gibt da nur ein kleines Problem. Ich kann die Uhrzeit nicht. Ich komm dich abholen. Das Wichtigste zuerst. Such dir eine Figur aus. Du brauchst ein Gleichgewicht von Reichweite, Ausdauer und... Oder du kannst den Hund auswählen. Ah, Bernard! Spiel weiter! Zu 90% muss man den Controller halten und zu 10% die Tasten drücken. Und jetzt... musst du lernen, dabei Quatsch zu reden. Jessica, deine Spielzüge stinken wie Morgenatem. Ich liebe und schätze dich als Mensch, egal wie dieser Kampf endet. Und jetzt zur letzten Lektion. Ich zeig dir, wozu die Tasten gut sind.
Na, ich mach dich fertig. Nein, mein Junge, ich mach dich fertig. Hallo, Familie. Ich hoffe, ihr seid hungrig, denn ich mach euch zu Hackfleisch. Oh, sie ist hier, um das Spiel zu spielen. Mein Junge, mein Kumpel, mein Mädchen, meine Welt. Ihr spielt alle Power Punchers. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Okay, auf in den Kampf. Nun. Papa-Cut? Babykram. Dann pass mal gut auf das Baby auf. Ich rieche nach Morgenatem. Auf die Plätze, fertig, Punch. Einfach. Wer wird gewinnen? Jessica, super Angriff, sofort. Super Angriff. Das ist nicht der Superangriff! Was soll das? Du hämmerst nur auf die Tasten! Jessica! K.O. Mein Mädchen! Yeah. Der neue Williams-Haus-Champion! Ich hab Rettphysik! Ich hab Rettphysik! Das passiert, wenn man von dem Besten lernt. Wertvoller Wackelzahn! Was? Vierfache Creme-Schokorollen? Ganz genau! Nur für ganz kurze Zeit im Angebot! Oh Mann, ich spüre, wie die Creme meine Arterien verstopft. Die haben die vierfache Menge an Protein. Das ist sehr gut für die Muskeln. Oh nein, ich habe nicht genug zum Tausch dafür. Sehe ich da etwa einen Wackelzahn? Weißt du, im Augenblick boomt der Zahnhandel, weil Kinder zusätzliche Einnahmen durch die Zahnfee wollen. Wenn du mir deinen Zahn bis heute Abend gibst, dann kriegst du das dafür. Jessica, zieh einfach. Nein, ich kann nicht. Jetzt mach, das ist leicht. Du ziehst doch bloß ein Stück Knochen aus deinem Gesicht raus. Das fühlt sich komisch an. Na gut, dann werde ich ihn halt rausziehen. Lass ihn mich rausziehen, Jessica. Nein, Craig, du darfst den Zahn nicht rausziehen. Das muss ein Unfall sein, Craigie, wie bei meinen anderen Zähnchen. Vielleicht können wir da ja etwas nachhelfen. Meisterverbrecherin Jessica, du hast bewiesen, dass Mr. Mortimer dir vertrauen kann. Hier drin sind die supergeheimen Codes. Schicke Tasche, Mr. Mortimer. Ich freue mich sehr auf das Verbrechen. Und jetzt müssen mein Bruder und ich gehen. Schönen Tag noch. Die Kleine hat uns am Haken. Verrat! Haha, genau. Ich bin Geheimagentin Jessica. Geheimagentin Jessica, verschwinde mit den Beweisen. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Danke, Craigie. An mir kommt ihr nicht vorbei. Geh aus dem Weg, du! Sie ist nicht ausgerutscht. Du solltest die Haare doch andersherum hinlegen. Es ist kein Unfall, wenn man es kommen sieht. Danke, dass du mit uns teilst, Jessica. Kein Problem, Craigie Boy. Du kriegst nichts, kleiner Onkel. Jessica im Spielfieber. Ha! 1, 2, 3, 4. Ja, du bist in meinem Hotel gelandet. Bezahlen. Oh, Mom, lässt deinen Lieblingssohn bezahlen. Oh, mein Lieblingssohn ist der, der mir am meisten zahlt. Okay, Jessica, du bist dran. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bezahlen. Was? Wieso? Ich hatte eine 6. Das sind nun mal die Spielregeln, mein Schatz. Wenn du auf einem Feld mit einem Häuschen landest, dann musst du bezahlen. Wollen wir lieber Dreh das Hörnchen spielen? Ach komm schon, Jessica. Sogar du bist zu alt für Dreh das Hörnchen. Ha! Bezahlen! 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 Nein, ich will nicht mehr mitspielen! Ich hasse Regeln. Regeln sind blöd! Süße, Regeln sind nun mal wichtig, weil sie jedem die faire Chance geben zu gewinnen. Wir müssen alle die Regeln befolgen. Neuer Tag, neues Häufchen. Bezahl! Jessica! Das ist meine Toilette. Ich habe ein Häuschen reingetan. Wenn du auf Toilette willst, musst du dich an die Regeln halten und bezahlen. Gibson, yo! Was geht? Lol, nicht viel. Au! Bezahl! Was ist das? Der Verschluss ist sogar ungeöffnet. Mami? Bezahl! Ach, ich wollte nur ein kleines Mittagsschläfchen machen, aber jetzt schulde ich Jessica einen Haufen Geld. Anscheinend ist dies der einzige Raum, in dem wir uns aufhalten dürfen. Jessica geht echt zu weit.
Mom, du musst sie wieder zur Vernunft bringen. Ich weiß, dass wir was tun müssen, aber sie folgt den Regeln des Spiels. Ich bin zu stolz auf sie, um sie zu bestrafen. Wartet, es gäbe da noch eine letzte Möglichkeit. Dreh!